Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus. Huch, da ist jetzt kurz mal das Stadion gekommen. Jo, mit Bielefeld und mir, MG muss mit. So, wir stehen zwischen den beiden Saisonen und da gehört viel geregelt und das machen wir jetzt auch die nächsten paar Folgen. Also ich werde das jetzt in einem Rutsch aufnehmen und werde versuchen, die nächste Saison einfach einzuleiten. So, aktuelles aus Kolumbien tun wir uns erstmal an. Ja, ein Linksverteidiger ist wohl Mangelware, zumindest ein guter. So, Turnierpreisgeld, wow, 50.000 zusätzlich, Transferbudget, Sperre aufgehoben, super. Dann können wir da auch wieder aus den Vollen schöpfen. Erstmal ein bisschen Training angesagt. Jamison, guter Mann, komm, dem machen wir hier die 68 voll. Ja, die 68 voll. So, Kessel, dem machen wir die 58 voll. Wo ist er denn schlecht zum Beispiel? Stellungsspiel und Flanken. Dribbling, Abwehr, Passen, Schuss, Standards. Flanken. Perfekte Vorlage kriegt er. Ja, lange Pässe und Flanken kriegt er um einiges besser. So, Meffert muss auch noch ein bisschen trainiert werden. Wo fehlt es denn bei dir? Ah, ich würd sagen. Achso, shit. Meffert. Stellungsspiel ist bei ihm beschissen. Was können wir ihm geben? Ja, komm, Präzisionspässe kriegt er. So, Mittelfeld, da haben wir ja Adi Batsch oder wie er heißt. Was hat der hier? Alter. So, Abfangen, Stellungsspiel und Übersicht sind. Ja, gut, Ausdauer. Ausdauer wäre natürlich auch eine geile Sache. Ja, komm, machen wir das hier. Dann können wir da ein bisschen fördern und fordern. Gosenes darf auch noch mal. Boah. Komm, Steilpässe kriegt er auch. So, und simulieren. Ich werde das nicht immer, werde das wirklich jedes Mal. Ach komm, Jamison. Ah, so gerade noch, dass er die 78, 68 knackt. So, Kessel ist auch aufgestiegen. Wunderbar, so müssen wir in der Jugend weiter investieren. So, wird halt immer schwieriger, umso mehr Jugendspieler wir haben. So, Jugendspieler will weg. Gosenes. Weil er glaubt, er wäre bereit, in der ersten Mannschaft zu spielen. Ja, okay, muss ich dann doch ziehen. Aktuelles aus Deutschland. Gucken wir nochmal. Okay, von Braunschweig ein ambitionierter Spieler. Der wäre auch erst 20. So, bitten zu beobachten, bitte. So haben wir dann keine mehr. So, jetzt müssen wir uns aber jetzt erstmal um Gosenes kümmern. So, Mannschaften, Büro war das, Jugendstab, Fußballschule. Gosenes. Vertrag anbieten. Mehr als 2 Jahre geht nicht. Keine Aufgaben. Rotationsspieler wieder. Auf jeden Fall. Dann können wir uns billig snaggen. So, den Linksverteidiger. Ziehen wir den. Wir haben doch noch einen Linksverteidiger. Ich glaube, eher ziehen wir den. Und den gehen wir frei. Also das ist auf jeden Fall klar. Jugendspieler freigeben. So, Meffert. Hat nur eine 76er Zukunft. Aber er hat halt schon 55. Der darf aber noch ein bisschen. Weil rechtes Mittelfeld sind wir momentan gut besetzt. So. Nee, den bieten wir ab. Abbrechen, noch keinen Vertrag an.
und ihm genauso wenig. Die zwei sind ja erst, oder die drei sind ja erst 16, das muss da nicht. Gosen, es reicht, wenn wir dem einen Vertrag anbieten. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, 2 Tage noch hier vorskippen. So, aktuelles auf Chile. Okay. Schießen ist eher schlecht. Ja, beobachten wir einfach mal. Kann man ja mal. Jugendspieler will weg. Ich habe erfahren, dass. Spieler ist auskuriert. Was? Ich habe gerade erfahren, dass Brian Gosinas seinen Vertrag auflösen will, weil er glaubt, er wäre bereit für die erste Mannschaft. Sein Entschluss scheint zu stehen, aber ich kann ihn bitten, noch ein wenig zu warten. Vielleicht können wir etwas tun, um. Ich habe doch schon einen Vertrag ihm angeboten, oder? Oder habe ich da wieder meine Nubigkeit raushängen lassen und da wieder mal Scheiße gebaut? Ah, okay. Der prüft noch seinen Vertrag. Vielleicht kommt er ja noch mal mit einem Gegenangebot. So, jetzt gehen wir hier mal von hinten rein. Avedo. Zwei gegen zwei natürlich. So, Außenverteidiger habe ich dann keinen mehr. Innenverteidiger sowieso nicht. So, Gosenes wird noch ein bisschen gepusht, dass er auch sieht, hey, bei uns hat er Zukunft. So, durchsetzen kriegt er heute. Heute, am heutigen Tag, Mittelfeld nochmal. Jo, was könnte ihm denn gut tun? Tempo-Dribbling, also Ausdauer müssen wir noch ein bisschen stärken bei ihm. Deswegen Gas geben. So, Meffert kriegt noch. Durchsetzen, komm. Und Kessel darf auch noch mal ins Training und kriegt hier den Dribbling-Parcours. Alles simulieren. Ich bin gespannt. Oh, wenn ich den Ton schon wieder höre, dann kriege ich ja Anfälle. Ja, Avendo ist schon wieder aufgestiegen. Das ist super. Es bringt uns viel. So, wir simulieren mal weiter. So, Jugendspieler will weg. Immer noch Gosenes. Oh, was? Monatlicher Scout-Bericht? Okay. Habe ich vielleicht doch zu lange gewartet? Oh. Oh. Ja. Ja, kann man direkt mal verpflichten. Okay. So, nicht so gut. Deine 65er Rating. 72er. Und da unten ist noch einer. Ja, der hätte auch eine rosige Zukunft. Der ist sogar erst 15. Den verpflichten wir auch mal. Also, momentan hauen wir raus. Monatlicher Scout-Update. So, Alter, eine 94. Also, wir werden echt mit guten Spielern zugeschissen. Also eine mögliche 94. Komm, Spieler ver. Nee, abbrechen. Scouting fortsetzen. So, den ablehnen. Den behalten wir uns auch noch mal vor. Können wir ja mal gucken. 83 vor dem Sturm. Noch ein Kessel. So, aber ablehnen. Und ablehnen. Alet will ich ja auch nicht nehmen. Er muss halt noch besser angeguckt werden. Der muss da echt bei rumkommen. So, ich sage mal weiter.
So, Vertrag akzeptiert von Gosenes. Perfekt. So, bald können wir wieder trainieren. Also jetzt momentan bringt es uns am meisten, weil wir jetzt wirklich Woche um Woche fressen können und da wirklich in einem dahin, dass wir sagen können, ja, da könnte was kommen. Halstenberg. Oh, mal beobachten. So, du siehst eigentlich auch gut aus. Auch nochmal beobachten. Gut, ein bisschen beobachten. Aktuelles aus Kolumbien. Vielleicht kommt ja noch was Gutes rum. Vertrag akzeptiert. So. Trainer, bitte stellen Sie mich weiter auf. Ich werde alles für die Mannschaft geben und möglicherweise auch hier bleiben. Ich bin mir momentan nicht ganz sicher. Ja, Klos, du bist sowieso gestellt. Du hast hier natürlich die Torschützen-Dingens hast du gewonnen. So. Du bist ein Mittelstürmer. 15 und hat jetzt schon eine 56. Also richtig geil. So, Jamison kriegt auch noch mal. Kriegt auch Chancenerarbeitung. Könnt ihr euch battlen, ihr beiden? Flügelspieler. Push ich noch ein bisschen Kessel. Komm, mach mal durchsetzen. So, Guedes. Guedes, irgendwie so. Sein erstes Training bei uns. So, der hat eine 55 und hat auch eine rosige Zukunft. Ja, komm. Da kann so einiges bei rumkommen. Oh, was geben wir ihm denn? Ich will ihm was Schweres geben. Durchsetzen, komm. Und dann haben wir noch einen. Dann machen wir Gosenes hier. So, und alle, die halt kein Potenzial haben, die gehen wir halt dann auf. So, Übersicht und Pässe. So, und gib ihm. Hey, weh, ich höre den Ton wieder. Oh. Ja, gut. Unser Neuer macht hier gleich mal Faxen. Okay. Passt. Finde ich schon mal gut. Dann haben wir schon mal ein bisschen trainiert, noch ein bisschen simulieren hier. Aktuelles aus Chile. Okay. Auslaufende Spielerverträge, wirklich? Welche? Oh, ja, gut, dann geht Müller und Ulm. Das sind eigentlich die Spieler, die ich nie hernehme, weil ich Jungglas und Hober habe. Und Gosenes habe ich jetzt auch noch. Deswegen, naja, mäh, sind sie halt weg. Stört mich jetzt eher weniger, dass die jetzt weggehen. Also, vor allem, es will sie auch keiner. Das ist das Nächste, wenn sie keiner will. So, Abschlussbericht haben wir hier. 64. Vertrag läuft in einem Monat aus. Balance. Ich setze mal auf die Wunschliste. So hat er ja keine schlechten Werte. Vielleicht wird er ja noch besser. Monatlicher Bericht der Jugendmannschaft. So, ja, unser 94er Rechtsverteidiger. Unser neuer, also möglicher 94er. Also 94 wäre das Maximum, was er je kriegen kann. Minimum eine 75. Wenn er normal spielen kann, natürlich. Man kann ihn natürlich auch drunter pushen. Also, das geht natürlich aus. Meffert. Meffert ist eigentlich so ein Kandidat, den müsste man eigentlich weghauen, wenn ich dann für ein rechtes Mittelfeld noch einen anderen hätte. Wäre ich jetzt nicht böse, um ehrlich zu sein, weil Meffert wird nicht so die Granate. Defensiv stark. Das ist schön. Defensiv stark. Okay. Sieht alle recht ordentlich aus. Wir simulieren weiter. Es zieht sich natürlich ein bisschen in die Länge, die ganze Situation hier. So. Auslaufende Spielerverträge. Jo.
Ich weiß. Die Verträge folgender Spieler werden bald auslaufen. Bitte ver. Christian Müller. Aktuell ist aus Deutschland. Gott, gucken wir mal rein. Aha, vom Hamburg. Günther. Ich weiß halt nicht.